Hallo an alle, herzlich willkommen zu meinem Aufgebraucht-Video für den Monat März. Ja, kommt jetzt im April, sonst mache ich das ja meistens gegen Ende des Monats, aber heute, ja, mal etwas verspätet. Und ich habe einige Sachen mal wieder aufgebraucht. Ich habe auch zwei, drei Sachen, die ich wieder aussortiere, also die noch nicht aufgebraucht sind, aber jetzt wegkommen. Und ich hoffe, dass euch das Video gefällt und ihr es ganz gut findet. Das Licht ist gerade nicht ganz so, mein Freund. Das ist noch relativ zeitig und die Zeitumstellung hat mir eine Stunde Licht geklaut. Nein, warum? Naja, aber ich denke mir, das ist, glaube ich, relativ egal bei einem Aufgebraucht-Video. Da muss man keine Farben sehen und da geht es ja nur darum, was man aufgebraucht hat. Und eigentlich schauen wir uns ja nur Müll an. Und für Müll reicht das Licht. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Und ich mache als erstes gleich mal die Produkte, die ich aussortiere. Das sind erstmal diese zwei Cremes. Und zwar eine Tagescreme Alpenrose von Alverde. Die hatte ich vor anderthalb Jahren oder so gekauft und da auch benutzt gehabt eine ganze Zeit, hatte aber das Gefühl, dass sie nicht ausreichend gepflegt hat. Jetzt ist das Ding mit meiner Haut, ich habe damals noch gedacht, ich habe eine sehr, sehr trockene, empfindliche Haut. Mittlerweile weiß ich aber, ich habe keine trockene Haut, ich habe eine normale Haut, die aber feuchtigkeitsarm ist. Das heißt, es gibt ja einen Unterschied zwischen trockener Haut, die hat Fettnot, also die braucht Fett, in der Art, also so habe ich es immer verstanden, berichtige mich bitte, wenn ich gerade Mist laber. Also trockene Haut, die braucht Fett, also da fehlt der Haut das Fett, während feuchtigkeitsarme Haut Feuchtigkeit braucht, also an sich Wasser. Was bestimmt auch damit zusammenhängt, dass ich immer ein ziemlicher Trinkmuffel bin und viel zu wenig trinke und mehr trinken müsste. Und deswegen benutze ich jetzt spezielle Cremes. Und diese fettigen Cremes waren halt, haben irgendwie nicht gepflegt. Meine Nase hat immer geschuppt wie sonst etwas, obwohl ich Haufen Fett draufgepackt habe. Und dann habe ich auch noch so kleine Pickelchen davon bekommen, und weil es einfach zu viel war für meine Haut. Und jetzt mit so einer Hydroserie, die ich ja benutze, gar keine Probleme mehr, alles wunderbar. Und deswegen weiß ich jetzt, was meine Haut braucht. Die habe ich dann, ja, ich glaube mal zur Hälfte aufgebraucht. Und dann ist sie versauert und jetzt wollte ich letztens sie einfach mal als Bodylotion benutzen, einfach um sie aufzubrauchen. Weil ich mir denke, okay, also für meinen Körper wird es noch reichen. Jetzt riecht sie aber schon komisch, hat komplett ihren Duft verändert und da traue ich mich nicht ran. Und weil schon mal jemand geschrieben hat, dass das nicht gut ist, wenn man da volle Produkte entsorgt, ich werde es wahrscheinlich austüdeln, also tüdeln, ausdrücken, was noch drin ist, das in den Abfluss gießen und dann die Packung gesondert entsorgen, damit, das ist anscheinend die beste Variante. Und dasselbe gilt auch für diese Cremeprobe von Dove, die habe ich mir einfach mal mitgenommen. Das war die Bodylotion, die ich auch hier hatte, mit der war ich relativ zufrieden. Und das war einfach letzten Sommer, da habe ich, ja, ich glaube, ja, Rock getragen, genau, beinfrei. Und meine Beine waren nicht eingecremt und ich hatte sie rasiert und dann vergessen einzucremen und sie sahen so trocken und schuppig aus. Und da habe ich mir einfach schnell im DM noch so eine Creme eingepackt, um sie mal schnell noch in der Vorlesung eincremen zu können. Und die hat auch ihren Duft komplett verändert. Stinkt bestialisch. Ganz komisch. Weiß auch nicht, was damit passiert ist. Also vielleicht ist es warm geworden oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall riecht sie komplett komisch. Ist, glaube ich, nicht normal, weil so eine Bodylotion dürfte sich eigentlich schon, ja, ist jetzt nur ein Dreivierteljahr oder so, die sollte sich schon ein Jahr bis zwei Jahre halten. Aber ich denke, mit der ist irgendwas passiert. Ich habe die, glaube ich, auch wirklich lange in der Handtasche rumgeschleppt. Kann sein, dass sie da irgendwo mal irgendeiner Extremheit ausgesetzt worden ist, die sie nicht vertragen hat. Deswegen, diese beiden kommen weg. Das ist ein bisschen rascheln im Hintergrund. Die Katze hat gerade mal wieder einen neuen Karton für sich entdeckt. Wir lieben ja Kartons, vor allem wenn sie gerade so groß sind wie wir selber auch. Obwohl, das stimmt nicht. Sie liebt eigentlich einfach alle Kartons und kribbelt gerne alle Kartons rein. Dann zwei Parfums, die auch schon ewig alt sind. Max Spring Edition war das. Also Max Woman, aber das war eine Special Spring Edition. Oh Gott, ich habe die bestimmt seit ich 14 bin. Und ich bin 22, also ja, 8 Jahre ist dieses Parfüm alt und etwas ähnliches gilt für dieses. Das habe ich, glaube ich, ein bisschen später bekommen, vielleicht erst mit 15, 16. Aber ja, auch wenn ich mit 16 bekommen habe, dann ist es gut alt. Und ihr seht, hier ist noch ein kleiner Rest drin. Hier ist, naja, noch so die Hälfte drin. Und beide haben teilweise ihre Farbe verändert. Also hier, das hat komplett die Farbe verändert. Das ist jetzt so grünlich, hier sieht man es ganz gut. Das war vorher sehr schön hellblau,
Ich mochte das Pure Life eigentlich sehr gerne. Könnt ihr ja auch sehen, dass ich das gut benutzt habe. Das hier hat irgendwie, ja, immer ein bisschen komisch gerochen. Deswegen habe ich es nicht ganz so gern benutzt. Und das Ding bei mir ist sowieso mit Parfum. Ich benutze es sehr selten. Ich bin da sehr faul oder vergesslich, dass ich Parfum benutzen soll. Da denke ich überhaupt nicht dran. Und habe aber eine Zeit lang von meiner Oma fast jedes Drogerieparfüm geschenkt bekommen, was es so gab. Also Max, Ice Love und Miss 60 und Puma, oh Gott, Puma Flowing. Mit 11, 12 war das mein Parfüm, Puma Flowing, forever, ja. Nein. Und ach, diese ganzen Drogerieparfüms, die ja allesamt nicht schlecht sind, aber ja, ich habe mir dann mal mit 16 habe ich mir von einem Parfümerie-Gutschein oder ich habe mir von meiner ganzen Verwandtschaft zu Weihnachten Parfümerie-Gutschein gewünscht, damit ich mir mal ein hochwertiges Parfüm holen kann. Und das ist dann Armani Cold geworden und das ist jetzt auch mein Signature-Duft. Das ist bloß relativ schwer, das ist eher so ein Abendduft oder ja, eher so ein Winterduft. Ja, und aber auch das benutze ich relativ selten, auch nur zu besonderen Anlässen, weil es halt ja auch ein bisschen teurer ist. Und das habe ich aber schon einmal aufgebraucht und dafür habe ich jetzt noch eine halbe Flasche. Aber das tut eigentlich gerade überhaupt nichts zur Sache. Die kommen weg, weil Duft verändert und Farbe verändert und bäh. Wie kann man sich eigentlich bei zwei halbleeren Parfums so verlabern wie ich gerade? Oh mein Gott. So, ich bemühe mich um eine Straffung der nächsten Produkte. Kommen wir mal zu Standardsachen. Wattepads. Habe ich auch wieder leer bekommen, ein 60er-Pack. Es kann sein, dass ich mehr verbraucht habe als diesen 60er-Pack, weil ich immer mindestens drei parallel hier offen rumfliegen habe. Aber dieser ist jetzt komplett leer, beziehungsweise habe ich dann einfach auch mal drei halbleere oder so viertelleere zusammengenommen und alles in eine Tüte gesteckt. Deswegen, es kann auch sein, ich habe zwei aufgebraucht. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß gerade nicht genau, wie viel ich verbraucht habe. Auf jeden Fall glaube ich weniger als andere. Also so eine 140er-Packung von Ebelin würde ich jetzt nicht wegbekommen in einem Monat. Ich versuche relativ sparsam mit Wattepads umzugehen. Einfach auch der Umweltliebe, ja, sagt sie und schmeißt dann zwei halbvolle Parfüms weg. Ja, ich kaufe auch sehr gerne nur noch die Nature. Ich weiß, dass es wahrscheinlich überhaupt keinen Unterschied macht, aber mir gibt es ein besseres Gefühl und ein besseres Gewissen. Und ich versuche eigentlich wirklich nur morgens ein Wattepad und abends zwei Wattepads, also drei Wattepads am Tag zu verbrauchen. Ja. Das klingt doch irgendwie unglaublich viel. Ja, wenn es drei sind, 3 mal 30 Tage sind trotzdem 90 Wattepads. Also, oh, manchmal bin ich auch zu faul, mich abzuschminken. Auf jeden Fall, ich habe eine Packung Wattepads aufgebraucht. Was ist denn halt los? Ich glaube, ich bin einfach noch zu müde. Bin gerade erst aufgestanden. Da bin ich im Labermodus. Naja, okay. Wo wir schon beim einmal abschminken sind, da habe ich benutzt den Augen-Make-up-Entferner von Reval Loop Clean & Care. Die große Flasche habe ich leer bekommen. Ich hatte ja auch noch eine kleine Flasche. Ich glaube, die hatte ich aber euch ja schon das letzte Mal halb leer gezeigt. Die habe ich dann auch letzten Monat noch leer gekriegt. Und jetzt habe ich noch eine komplett große leer gekriegt im April. Und ich habe ja drei Flaschen auf einmal gekauft, weil ich so begeistert von der kleinen war. Und ich weiß nicht, warum es mir bei der kleinen nicht aufgefallen ist. Oder vielleicht hat sich das dann auch erst nach einer gewissen Zeit eingestellt. Aber ich fand ihn sehr austrocknend. Also die Partie um die Augen war darum und auch das Gesicht. Ich benutze es meistens ja auch gleich nochmal schnell mit fürs Gesicht nochmal so zum Drübergehen. Und da fand ich alles doch sehr ausgetrocknet im Gesicht und war kein so angenehmes Gefühl. Deswegen würde ich wahrscheinlich den nicht mehr kaufen. Das hatte ich nämlich bei meinem von Maybelline oder Garnier. Ja, Garnier nicht. Der kostet zwar auch 2 Euro mehr, aber ja, es gefällt mir dann einfach besser, wenn es nicht so ausgetrocknet sich anfühlt. Ich werde jetzt die zwei Flaschen, die ich noch habe, aufbrauchen. Die eine ist schon fast wieder zur Hälfte leer. Also damit habe ich überhaupt kein Problem. So schlecht ist er nicht, dass man ihn nicht mehr benutzen kann. Aber kein Nachkaufprodukt. Einfach weil er austrocknet. Ich weiß, dass ihn viele mögen, aber ich werde vielleicht mich auch einfach nochmal durch die Balea-Produkte durchtesten. Die mögen ja manche auch nicht so sehr zum Abschminken. Aber es ist, glaube ich, wirklich auch mal ein bisschen individuell. Deswegen, ja, mache ich das mal. So, kommen wir mal zum nächsten. Und zwar habe ich mir die Haare leicht getönt Anfang des Monats. Und mich hat, glaube ich, auf Instagram oder zu einem anderen Video jemand gefragt, ob ich meine Naturhaarfarbe trage. Und dazu muss ich sagen, jein. Also, ich habe natürlich drüber getönt. Das heißt natürlich. Also, ich habe das noch nicht lange gemacht. Das ist irgendwie das zweite Mal, dass ich das gemacht habe. Und ja, mit diesem Set hier von Schwarzkopf. Und ich möchte nichts zu Krasses machen. Also, ich bin mit dem Farbergebnis nicht zufrieden gewesen. Das ist übrigens die Farbe 45 Toskana. Ich glaube, ich habe pro Pack ca. 3 Euro bezahlt oder 3,50 Euro. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und auf jeden Fall
ich glaube, so 7 Euro insgesamt, also so 3,50 Euro kann schon sein. Und ja, ich habe diese Farbe schon mal benutzt, von circa einem halben Jahr. Da war der Effekt auch nicht sehr intensiv. Der war jetzt auch nicht sehr intensiv. Also es ist ein leichter Rotschimmer, der aber meiner Meinung nach auch nach 3, 4, 5 Haarwäschen schon fast wieder raus ist. Obwohl das jetzt nicht unbedingt eine Tönung war. Es ist schon eine Tönung, aber es hat eine Entwicklerlösung. Und wenn es eine Entwicklerlösung hat, dann ist es eigentlich schon eine Koloration. Weil dann immer, wenn sich was entwickeln muss, dann werden die Haare aufgespalten und die Farbe wird reingebracht. Ja, das, der Unterschied zwischen Tönung und Koloration ist ja, dass ja, bei einer Koloration wird das Haar, die Haarstruktur aufgesplittert oder aufgebrochen und dann kommt die Farbe rein in die Haarwurzel und deswegen wird das komplette Haar verändert. Und deswegen habt ihr dann intensive Farben, weil ihr einfach mal die komplette DNA-Struktur, oder nein, nicht DNA, aber die Struktur eurer Haare komplett verändert. Und deswegen ist das auch so aggressiv für die Haare. Während ihr bei einer Tönung nur wie ein Farbmantel um das Haar legt und sozusagen das Haar nicht so angegriffen wird, aber ihr natürlich auch nicht so ein intensives Ergebnis habt, weil wenn nämlich euer Haar relativ dunkel ist in der Mitte und ihr legt dann einen Blondmantel darum, dann ist das natürlich klar, hell auf dunkel sieht man nicht. Also wird euch nicht viel bringen und da wird man auch nicht viel sehen. Und das hier scheint aber so ein Mittelding zu sein, also weil es ist nur eine Tönung, aber es hat Wasserstoffperoxid. Es hat auch beim ersten Mal von einem halben Jahr ziemlich gebrannt auf der Kopfhaut, diesmal nicht so. Und ja, aber nicht so extrem. Ganz leicht, also wenn kein Licht da war, haben Freundinnen gemeint, hast du die Haare dunkler gefärbt? Deine Haare sehen dunkler aus. Im Sonnenlicht war es so, oh, sind deine Haare heller und rötlicher? Und das war immer so, ja. Aber so wirklich aufgefallen ist es nicht. Ich würde fast sagen, es ist auch schon fast wieder raus. Ich würde sagen, ich habe noch meine Naturhaarfarbe mit einem leichten Rotreflex, aber nicht viel. Also ich würde fast behaupten, wenn ich mir fragen würde, ob das meine Naturhaarfarbe ist. Ich glaube, spätestens in 2 Wochen würde ich sagen, ja. In 2 Wochen ist es definitiv wieder meine Naturhaarfarbe. Aber gefällt mir ganz gut. Man muss mit leicht rötlich auch ein bisschen immer aufpassen, was man auf den Lippen trägt und so generell beim Make-up. Das ist immer ein bisschen schwieriger, finde ich, als jetzt mit so einem neutralen bräunlichen Ton. Ich kann euch ja auch nochmal meine Haare in die Kamera halten. Bei dem Licht sieht man ja jetzt eh nichts, aber na gut. Ja, so sehen meine Haare aus. Oh Gott, meine Spitzen wirken gerade, glaube ich, ein bisschen trocken. Ich habe sie auch noch gar nicht gekämmt. Aber ja, so sehen die aus. Sie waren jetzt auch nicht so strapaziert danach. Die erste Haarwäsche danach waren sie wirklich sehr weich. Einfach wahrscheinlich wegen den Haufen Silikon, die sie einfach mal in den Toner gepackt haben. Nicht Toner, nicht Spülung. Nach ein, zwei Haarwäschen danach war es ein bisschen, okay, also ich habe immer eigentlich keine Probleme, ich habe immer sehr schöne, weiche Haare und da waren sie ein bisschen leicht struppig, vor allem die Spitzen, aber mittlerweile geht's wieder. Haben sich wieder einbekommen und ich habe ja noch eine Packung da, deswegen werde ich es wahrscheinlich in einem halben Jahr nochmal wiederholen. Einfach mal so, aus Spaß an der Freude. Muss man halt noch eine Packung dazu kaufen. Ob ich es dann dauerhaft nochmal mache, weiß ich nicht. Und ich werde es, glaube ich, auch nicht irgendwie intensiver beim Friseur machen lassen. Maximal nochmal tönen, aber auf jeden Fall nicht kolorieren. Also, ich will, da sind mir meine Haare zu wertvoll. Dann lieber meine Naturhaarfarbe, die auch nicht schlecht ist, als dass da meine Haare komplett kaputt gehen. Also, deswegen bin ich da sehr, sehr dezent unterwegs und sehr leicht. Also, ihr habt zum Beispiel die komplette Schulzeit. Ich weiß, ich erinnere mich noch an die Zeit, wo ich mal im Klassenraum saß und mich einmal umgeguckt habe und ich war, glaube ich, das einzige Mädchen in meiner Klasse, das keine gefärbten oder gesträhnten oder was weiß ich für Haare hatte. Und da war ich sogar ein bisschen stolz drauf, habe mich da nicht geschämt. Ich fand das gut. Und jetzt halt so einen leichten Rotreflex wollte ich mal gerne probieren, einfach weil ich es so schön bei anderen finde, aber naja. Dazu müsste man halt meine Haare definitiv aufhellen und das wäre sehr aggressiv und dann rot drüber färben und nee, da lasse ich sie lieber in Frieden schön gepflegt sein. So, kommen wir jetzt mal zu Nägeln. Da haben wir nämlich hier 3 Produkte, und zwar meinen liebsten Unterlag, den Revatiloop Care Nagelhärter und ich habe damals, glaube ich, 1,99 dafür bezahlt und haben jetzt schon nachgekauft. Absolutes Nachkaufprodukt, ich liebe den, das war der erste Nagelhärter, bei dem ich wirklich was bemerkt habe. Und da habe ich nur 1,59 bezahlt. Also unglaublich günstig und wirklich toll. Formaldehydfrei, was die ganzen von Essence und P2 meistens nicht sind. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen. Wie gesagt, schon nachgekauft. Einfach in der Rivaldi-Loop-Theke bei Rossmann, bei diesen ganzen Pflegelacken. Sieht vom Design her schrecklich aus. Würde ich mir, glaube ich, auch nicht kaufen.
wenn es nur danach geht. Aber ich habe ihn getestet und ich finde ihn echt gut. Dann muss ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Top Sealer, Better Than Gel Nails von Essen Studio Nails. Ist zwar noch ein bisschen was drin, aber ihr wisst ja, bei dem Topcoat, der ist dann eher fadig und schlierig, bevor man den leer kriegt. Und deswegen werde ich den jetzt auch mal aussondern. Hab schon die neuesten Benutzungen. Habe ich ja immer als Backup da. Muss ich jetzt, wo ich den neuen anfange, muss ich mir ihn gleich nochmal als Backup holen. Ich weiß auch nicht. Habt ihr auch manchmal diesen Drang, Sachen gleich als Backup zu kaufen, die ihr immer benutzt? Also bei denen ist das nicht schlimm, weil die Backups reiße ich irgendwann auch an. Aber es reicht doch auch, wenn ich mir den dann in einem Monat mal oder anderthalb Monaten nachkaufe, wenn es langsam soweit wird. Ist ja jetzt nicht so, als würde es den nicht überall irgendwo geben. Aber ja, manchmal ist man auch einfach nur blöd, oder? Dann das P2 Quick Dry Spray. Und das habe ich seit genau einem Jahr. Ich habe nämlich meinen Anfang April Haul geschaut. Einfach wegen diesen ganzen vor einem Jahr Text. Die finde ich eigentlich sehr lustig. Problem bei mir ist nur, ich habe vor einem Jahr noch kein Favoritenvideo gedreht. Aber ich habe vor einem Jahr ein Haul gedreht. Das heißt, ich könnte sagen, was ich aus dem Haul noch benutze, wenn euch das interessieren würde. Ich finde die Videos wirklich sehr lustig eigentlich. Und da war das dabei, vor einem Jahr. Und ich habe schon damals gesagt, dass ich es zwar gut finde, was auch stimmt, es funktioniert relativ gut, aber dass ich den Verbrauch unglaublich schrecklich finde. Ich habe von dieser Flasche meine Nägel vielleicht 5 oder 6 Mal trocknen können und dann war sie leer. Ich habe es jetzt noch einmal gemacht und jetzt ist es gut, hat sie aufgegeben. Und das finde ich einfach unglaublich verschwenderisch und warum? Also die Quick Dry Drops von Essence sind vielleicht nicht so schön in der Anwendung. So ein Spray ist wirklich praktischer. Aber wenn ich für die Quick Dry Sprays Drops genauso viel bezahle wie für das hier und davon kann ich nur 5-6 Mal meine Nägel tropfen und von den Quick Dry Drops 1000 Mal oder 100 Mal, dann kaufe ich doch das nicht nach. Also vielleicht war ich da auch verschwenderisch. Ich habe halt wirklich teilweise jeden Nagel einzeln besprüht. Ich glaube, es reicht, wenn man einmal großflächig drauf sprüht. Aber da hatte ich dann zum Beispiel das Gefühl, dass der Trocknungseffekt nicht so wirklich vorhanden war. Deswegen... Also definitiv kein Nachkaufprodukt, weil einfach unglaublich unergiebig. Also ja, keine Empfehlung. Dann Duschen. Machen wir erstmal Duschen. Da habe ich hier diese zwei Produkte. Einmal wieder mein Crememousse von Dove. Habe ich schon so oft erwähnt. Habe ich auch noch 2 Flaschen auf Reserve da. Das war aber jetzt weniger so ein, ich brauche sie, vielleicht gehen sie ja raus. Sondern so, ja, runtergefallen. Sondern das war mehr so, mein Crememousse geht alle, ich muss es mal kaufen. Und 3 Tage später, und dann habe ich es gekauft und 3 Tage später war ich mal bei Rossmann, warte mal, mein Crememousse ging doch alle, ich muss es nochmal kaufen. Und dann habe ich zu Hause gesehen, dass ich es doch schon nachgekauft habe. Also ich weiß nicht mal mehr, was ich kaufe. Oh weh. Und deswegen 2 davon. Aber ich habe jetzt gerade eins von, nee, ich will es glaube ich nicht aussprechen. Tracklemoon? Ich glaube Tracklemoon oder Tracklemoon, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich habe mir eins davon gekauft, nämlich das Ginger Morning Bliblablub, das grünliche. Und das ist auch sehr, sehr wunderbar und ich glaube, ich werde erstmal das verbrauchen. Vor allem, weil ich es vertrage. Ich habe überhaupt nichts gemerkt von wegen Allergie an den Händen oder sonst was. Und es ist auch schön, mal so einen sommerlichen Duft benutzen zu können, ohne darauf zu reagieren. Und dann habe ich, weil es noch in der Dusche stand, und ich dachte, okay, aufbrauchen, noch dieses kleine Nivea Harmony Time aufgebraucht, diese Probe. Und ja, die ist dann jetzt auch leer. Und jetzt benutze ich das besagte, unaussprechbare Duschgel. Ich glaube, es heißt einfach Tracklemoon, oder? Tracklemoon. Ich weiß es nicht. Dann ein Duschbad. Nicht Duschbad. Schaumbad. Weil ich so gerne bade. Auch endlich mal aufgebraucht. Also da war auch nicht mehr so viel drin. Habe ich vielleicht noch 2 Mal von gebadet. Lila Laune von Litamin. Ich glaube, das war eine Eigenmarke von Schlecker. Oder von irgendeiner anderen Marke. Auf jeden Fall nicht teuer. Ich habe es aber geschenkt bekommen. Ich glaube, vor Weihnachten, vor einem Jahr, habe ich das geschenkt bekommen und habe es jetzt dann endlich mal aufgebraucht. War ganz nett, aber war wie jedes Schaumbad auch. Bin da, glaube ich, jetzt benutze lieber andere Sachen. Badebomben und ja, es geht natürlich nicht, ohne dass ich irgendwas umschmeiße. Ich mache das ja, also eigentlich war das jetzt auch Absicht, einfach um euch zu unterhalten und euch zu sagen, oh, wie blöd ist die denn jetzt schon wieder, damit ihr euch ein bisschen aufregen könnt und in den Kommentaren haten könnt. Ich mache das nämlich extra für euch, um mein Programm vielschichtig zu gestalten. Ja, fast. Okay, ich lasse es jetzt einfach so liegen und komme jetzt zu den anderen Produkten, die hier noch so rumstehen. Ja, machen wir mal noch ein paar große. Und zwar intensiv 7 Tage von Garnier, so eine Flasche. Und das Witzige ist, dass die liebe Blushing Biene
auch so eins aufgebraucht hat, aber nicht das, sondern das mit Kakao, was ich davor aufgebraucht habe, das hatte ich nämlich auch schon mal, und meinte, sie kriegt so eine Flasche in sie niemals wieder alle, deswegen wird sie sie nicht nachkaufen. Bei mir ging es doch jetzt recht schnell, ich habe sie jeden Morgen benutzt und ich habe sie jetzt auch mal aufgeschnitten, um dann noch an die letzten Reste ranzukommen. Das war nämlich bei ihr ein bisschen nervig, dass da wirklich alles noch rumgeklebt hatte. Sie ist aber sehr schnell eingezogen, sie hat mir morgens für den Tag wirklich eine schöne Pflege verleiht und abends habe ich ja lieber was Intensiveres benutzt, aber für morgens wunderbar und fand ich toll, habe ich nicht allergisch drauf reagiert und ist ein Nachkaufprodukt. Ich habe jetzt zwar mal erstmal was von Darf nachgekauft, aber das ist jetzt auch schon, also es ist noch voll, aber meine anderen gehen alle zur Neige. Ich habe wirklich nur noch zwei normal große Bodylotions offen und davon ist eine schon zu 2/3 verbraucht. Ja, und die andere fange ich gerade an. Also die Bodylotion Challenge, großer Erfolg. Bei mir im Regal ist es sehr, sehr leer geworden. Und ja, die hier ist auch leer geworden und ich würde sie mir auch nachkaufen. Also ich bin, wenn ich wirklich mein Pflegeverhalten so fortsetze, morgens abends eincremen und mich jeden Morgen damit eincremen würde, würde ich, glaube ich, so eine Flasche in 2 Monaten leer bekommen. Deswegen definitiv Nachkaufkandidat. Und jetzt kommt mal wieder ein Krankenwagen. Genießen wir die Sirenen. Wunderschön. Ja, wie gesagt, ich wohne auf dem Weg zum Krankenhaus. Die älteren Abonnenten haben diesen Spruch bestimmt schon tausendmal gehört. Die anderen kennen sie jetzt auch und deswegen, ja. Dann, für die Haare mal endlich wieder was. Feuchtigkeitsspülung. Bei mir ist es immer so, irgendwie ist es alles auf Füllstand so viel und dann benutze ich, ja, dann werden auf einmal 3 Flaschen auf einmal leer. Und dann seht ihr in einem aufgebrauchten Video 3 Haarflaschen auf einmal, obwohl ich wirklich nur so ein bisschen von jedem noch aufgebraucht habe. Oder dann kommt mal 3 Monate gar nichts, weil dann nämlich nur noch 3 volle Flaschen dastehen und ich die dann so aufbrauchen muss. Und ich habe Spülung und Kuren wirklich, wirklich relativ wenig. Das geht schon. Also ich habe jetzt hier die von Alterra, die fand ich sehr nett als silikonfreie Spülung. Die war okay, aber ich finde die Balea Professional Serie fand ich fast besser. Oder die von Garnier hier, Natural Beauty, da gibt's auch silikonfreie, also wenn ihr darauf achtet, die ist zwar nett, ich fand die besser als die Alverde. Alverde fand ich nicht gut, Alterra fand ich besser, aber Balea Professional und auch andere Marken fand ich noch besser. Deswegen aufgebraucht, aber wahrscheinlich kein Nachkauf. Und ja, mal wieder ein Haarprodukt. Und dann werden wahrscheinlich in drei Monaten dann mal wieder Haufen Haarprodukte kommen, die dann auf einmal leer gehen. Und einen kleinen Nagellackentferner von Evelyn, den Professional Acetonfreie Nagellackentferner. Und ja, ganz nett, so wie immer. Ich glaube, das ist der auch im Pumpspender drin ist. Und habe ich mir einfach schnell geholt, weil ich meine Nägel unterwegs mal ablackieren musste, weil sie komplett abgesplittert waren und ich war auf dem Weg zu einem Termin. Deswegen habe ich mir den mal schnell geholt und ein paar Wattepads und stand an einer Bushaltestelle und habe meine Nägel ablackiert. Ziemlich dämlich. Aber habe ihn dann jetzt noch aufgebraucht und meine große Flasche geht auch bald leer. Ich glaube, diesen Monat kriege ich sie dann alle. Das heißt, ich habe dann nur noch einen Nagellackentferner rumstehen. Also ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe meine Flaschen im Bad unglaublich reduziert, wirklich. Jetzt mal im Ernst, Bodylotions und Nagellackentferner haben sich unglaublich reduziert. Die nächsten Kandidaten sind definitiv Deo. Und auch Shampoo und Spülung müssen weg. Also das sind so viele, das geht gar nicht. Das geht auf keine Kuhhaut. Und dann noch 2 dekorative Produkte. Ja, man könnte damit auch super Schlagzeug spielen. Und zwar den P2 Concealer, den 24 Hours Concealer. Und jetzt ist er mal wirklich alle. Also ein bisschen kommt schon noch raus, aber irgendwie auch nicht mehr. Außerdem hat er, glaube ich, die Konsistenz verändert. Der setzt sich, glaube ich, ein bisschen mehr ab oder bröckelt mehr. Ist einfach ein bisschen trockener geworden. In der Farbe 010 und ich habe den sogar auch schon nachgekauft hier, benutze ihn aber nicht mehr, weil ich gerade relativ zufrieden bin mit meinem Essence-Duo und dem Maybelline Löscher. Die beiden in Kombination funktionieren sehr gut. Ich könnte ja aber mal probieren, den drunter zu benutzen und dann mal Essence drüber. Einfach mal schauen, was sich da tut. Also den nochmal zu probieren. Ich habe den nochmal da. Es ist ein sehr guter Concealer. Als Einzelconcealer würde ich wahrscheinlich nur den benutzen, aber dadurch, dass ich ja jetzt die Kombi aus Essence und Maybelline habe, mit der bin ich noch ein bisschen zufriedener. Aber wenn ich jetzt nur einen mitnehmen könnte oder mich für einen entscheiden würde, dann würde ich, glaube ich, den nehmen. Der kommt einzeln nicht so an die Kombination ran, die ich benutze, ist aber trotzdem besser als jeder andere Einzelconcealer. Ja, für mich. Und dann noch den Essence 2-in-1 Eyeliner Pen. Hatte ich, glaube ich, auch vor einem Jahr oder so mal gekauft.
Und fand ich okay, aber irgendwie war er doch schnell alle, beziehungsweise, also der schwirrt hier schon eine längere Zeit rum. Ich habe ihn jetzt mal aussortiert. Der war schon vor einem halben Jahr alle. Und Problem war auch, dass der da nicht mehr so gut gemalt hat. Also wenn da Lidschatten drauf war oder so, hat es dann immer ein bisschen verklebt und dann kam keine Farbe mehr raus. Bisschen schade, aber ja, also fand ich nicht so gut. Bevorzuge ich dann doch jetzt lieber andere Marken. Und das war jetzt mein unglaublich riesiges, gelabertes, aufgebraucht Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit vielen chaotischen Pannen, die ich nicht rausschneiden werde, um euch zu unterhalten. wie gesagt, die Tage kommen jetzt auch noch andere Videos, Favoriten, Video fehlt noch und dies und das und ein Haul für den Monat März. Natürlich, ich weiß, dass ihr Hauls liebt, ich liebe sie auch, deswegen kommt ihr auch bald. Und ja, das war's dann jetzt und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit beim Zuschauen und werdet auch eine schöne Zeit haben heute am Tag oder wenn es abends ist, dann morgen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr so geschaut habt und ja, macht euch eine gute Zeit. Tschüss!